Hallo. Ich zeige heute zur Abwechslung mal zwei Arbeiten von zwei verschiedenen Künstlerinnen. Das mache ich, weil da gibt es eine Verbindung. Und zwar ist es einmal eine Arbeit von Beatrice Bolesch. Beatrice Bolesch lebt in Berlin. Wir kennen uns aus Stuttgart. Und die zweite Künstlerin ist Petra Miem. Und wir haben uns kennengelernt so während der Studienzeit. Wir sind nach wie vor befreundet, langjährig befreundet und haben eine Zeit lang auch zusammengearbeitet. Wir hatten gemeinsame Ausstellungen unter dem Label Soft, also wir waren quasi eine Künstlergruppe mit dem Namen Soft, und die erste Ausstellung, die wir hatten, war damals in der Galerie der Stadt Sindelfing im alten Rathaus Meichingen. Da hat uns der Marco Schacher eingeladen, dort auszustellen. Der Marco Schacher leitet heute die sehr bekannte Galerie Schacher im Galerienhaus in Stuttgart. Ja, dann fange ich mal an mit der ersten Arbeit. Das ist jetzt von der Beatrice Bolesch. Das ist eine Stickerei auf einem Taschentuch und zeigt ein weinendes Mädchen. Ist als Wandobjekt gedacht, Titel weiß ich leider nicht. Jetzt zeige ich euch noch die zweite Arbeit von der Petra Miem. Das ist eine Zeichnung, eher so ein bisschen wie so eine Telefonzeichnung. Also das ist auch tatsächlich auf einem Papier vor der Schokoladentafel hinten drauf gekrackelt. Ist eher so ein zufälliges Produkt. Ich habe es aufgehoben, weil es mir gut gefallen hat. Wir haben damals zusammen in der WG gelebt und haben beide immer viel gezeichnet und uns ausgetauscht. Ja, Petra Miem lebt in Stuttgart und arbeitet auch noch, aber eher im stillen, zurückgezogenen. Und ebenso, denke ich, die Beatrice Bolesch. Beide sind inzwischen im Lehramt, haben wunderschöne Sachen gemacht. Leider hat sich die Gruppe dann nach ein paar Ausstellungen aufgelöst, weil es nicht mehr ins Leben gepasst hat bei den zwei. Das habe ich sehr bedauert. Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit den beiden. Wir waren ein gutes Trio.